Meine Gesangsprofessorin hieß Natascha Pavlova, kam aus Russland, hatte große Bühnenkarriere gemacht als Phantom der Oper. Nee. Nicht schlecht, der Versprecher. Meine Gesangslehrerin, ja, hieß Natascha Pavlova, kam aus Russland und hatte große Bühnenkarriere gemacht in der DDR als Königin. Als Königin der Nacht, ja, und sich nach ihrer Bühnenkarriere darauf spezialisiert, von ihren Gesangsschülern gehasst zu werden. Und darin war die richtig gut. So, Carolina, zunächst wir singen ein. Du kennst Übungen. Ich singe mit, nur ganz leise. Wir singen ganz natürlich und locker. Zunächst wir lockern Kiefer, indem wir singen der lockere Kiefer. Der lockere Kiefer. Wir lockern Fingergelenke und singen gelenkige Schlenkern. Gelenkige Schlenkern, gelenkige Schlenkern, gelenkige Schlenkern, gelenkige Schlenkern. Wir lockern Brustkorb, singen die hängenden Brüste. Die hängenden Brüste, die hängenden Brüste, die hängenden Brüste, die hängenden Brüste. Carolina, ganz gut. Nun, der lächelnde Sänger, bei dieser Übung, du musst lächeln. Lächeln. Lächeln wie ein richtiger Sänger. Schau so, ganz natürlich. Der lächelnde Sänger, der lächelnde Sänger, der lächelnde Sänger, der lächelnde Sänger. So, Carolina. Das war ganz gut, aber international überhaupt nicht zu gebrauchen. Nun, wir kommen in eine schwierige Lage. Darum, Zwerchfell spannen, Flanken weit, Hechel, Stütze, Gaumensegel hoch, Aufhängung und unendliche Liebe. Unendliche Liebe. Nein, Carolina, wenn du singst von Liebe, du musst spüren Liebe in Herzen auf Zwerchfell, in Zunge, in Eierstock. Alles kommt aus Eierstock. Wenn du singst von Liebe, du musst ja, du nicht denken André Rieu. Wenn du denken André Rieu, Eierstock ist tot. Nur singe endlich mit Hingabe, nicht wie überfahrene Huhn. Oh. Also, ich sag euch, nach jeder Stunde mit Herr Pavlova war ich total durchgeschwitzt, erniedrigt, völlig fertig und total verknallt in André Rieu.